Wir freuen uns von ganzem Herzen, dass Gott in Jesus Christus uns immer wieder zusammenruft und eine Schau gibt in sein Wort, offenbart, dass er real ist und wirklich da ist. Denn wir sehen meistens ja nur das, was vor unseren Augen sich auftut. Wenn wir uns unterhalten, erzählen wir mehr von dem, was wir in dieser Welt gesehen oder gehört haben. Aber Gott will unseren Blick immer wieder auf sich in seine Herrlichkeit lenken. Da sollen wir hinschauen, davon sollen wir lernen, von dort aus sollen wir beschenkt werden in dieser Zeit. Dass wir nicht Menschen sind, die sich nur ausrichten lassen nach den Werdegängen des äußeren Lebens, sondern ausrichten lassen auf das, was vor Gott gilt, was seine Ehre sucht. Und da wir nun nicht alle diese Schau in den Himmel bekommen, hat Gott uns diesen Johannes geschenkt, der den Blick in die Herrlichkeit Gottes kriegen durfte, um uns mitzuteilen, was er gesehen hat. Am Anfang des neuen Jahres, und wir stehen ja noch am Anfang, sollen wir ermutigt werden, auch das, was vor uns liegt in diesem Jahr, aus der Sicht Gottes zu erkennen, durch die Gemeinschaft mit ihm, den erhöhten Herrn. Und wir lesen aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18, wo es heißt, ich Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien, gen Ephesus, gen Smyrna, gen Pergamus, gen Thyatira, gen Sardes, gen Philadelphia und gen Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschensohne gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Eine wunderbare Schau, die Johannes hier bekommen hat an unserer Stadt. Und wir sollen diese Schau auch für uns innerlich nachvollziehen, damit wir auch den Trost des Herrn, des erhöhten Herrn, empfangen und zulassen, dass unsere Augen sich nicht nur mit dem Sichtbaren beschäftigen, dass unsere Ohren nicht nur auf das akustisch Hörbare gerichtet sind, sondern dass wir hören, was Gott uns sagt. Wir sollen getröstet werden und wir sollen wandeln lernen im Wesen des Herrn, seiner Heiligkeit. Zunächst sprach Johannes ja davon, dass er unser Bruder ist. Und es ist wunderbar, wir sind Geschwister untereinander im Herrn, so wir wiedergeboren sind durch den Geist Gottes. Brüder und Schwestern, einer ist nur unser Meister, das ist Jesus Christus. Obwohl Johannes eine so hohe Offenbarung bekommen hatte, die Schau in den Himmel, er konnte den Herrn sehen und er wollte uns damit sagen, er ist wirklich da.
auch wenn wir ihn mit den physischen Augen nicht mehr sehen. Jesus ist da. Rechnen wir noch mit ihm, mit dem Lebendigen, dass er da ist? Reden wir mit ihm, weil er da ist? Lassen wir uns von ihm raten, was wir tun sollen, weil er das Sagen in unserem Leben hat? Jesus ist da. Und obwohl Johannes diese Schau hatte, reihte er sich ganz in die Gemeinde ein und sagte, ich bin auch nur ein Glied am Leibe meines Herrn. Ich bin nicht mehr. Und darum tat er sich nicht hervor. Er wollte zeigen, die Abhängigkeit von Jesus Christus allein ist notwendig. Was er sagt, das gilt zu betonen. Was er anweist, das gilt zu tun. Eine dreifältige Schnur gleich am Anfang dieses Berichtes zeigt Johannes auf, die alle Gläubige begleiten. Sie besteht aus dem Leiden um Jesu willen. Sie besteht aus der Freude, im Sieg Jesu zu stehen und zu überwinden. Und besteht aus der Geduld, abzuwarten, was Gott in Jesus tut. Wir haben ja gelesen, dass Johannes sagt, ich bin der Mitgenosse an der Trübsal, am Reich und an der Geduld Jesu Christi. Ich bin der Mitgenosse. Zu dem Ersten, der Apostel Paulus hat das ja immer so wunderbar durch den Heiligen Geist auf den Punkt bringen dürfen. Zu dem ersten Leiden um Jesu willen sagt er auch in Römer 8, Vers 17, wir sind Kinder Gottes. Dann sind wir doch auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir mitleiden. Sind wir dazu auch noch bereit, um Jesu willen zu leiden? Oder wollen wir immer nur die guten Tage erleben äußerlich? So wir mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und er musste auch, der Apostel Paulus, das durch den Geist Gottes an die Gemeinde zu Philippi schreiben. Ja, wir kennen ja den Begriff auch das Wohlfühlevangelium. Es soll uns immer gut gehen, äußerlich. Nein, um Jesu willen ist das Leiden verordnet, auch in dieser Welt. Darum spricht hier der Apostel Paulus zu den Philippern und sagt in Kapitel 1, Vers 29, euch ist es gegeben, um Christi willen Folgendes zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubt, sondern auch um seinetwillen leidet. Das ist eine Schnur, die uns das ganze Glaubensleben begleitet. Und wir wissen in unseren Tagen, was das auch bedeutet, Leiden um Jesu willen. Der Glaube wird angefochten, die Christen sind angefochten, ja, sie sollen eine Fusion machen mit den religiösen Göttern dieser Welt. Leiden, wer einseitig Jesus folgt, kommt in diese Leiden, in diese Entscheidung, Jesus allein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Herr Jesus selbst hat es ja seinen Jüngern schon mit auf den Weg gegeben in Johannes 15, und sagt dort in Vers 20, denkt doch an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer, denn der Herr. Haben sie mich verfolgt? Ganz logisch, sie werden euch auch verfolgen. Ist das noch bei uns angekommen? Sie werden euch auch verfolgen. Haben sie aber mein Wort gehalten? Diejenigen, die darauf eingehen, werden auch das eure halten. Aber alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Davon sprach Johannes hier. Ich bin Mitgenosse der Leiden, die durch die Nachfolge Jesu entstehen. Das zweite Band, die Freude in Christus, erlöst zu sein. Das soll uns auch täglich begleiten. Die Hoffnung auf das ewige Erbe, auch hier sprach ja der Apostel Paulus ganz deutlich in Römer 8 und sagt in Vers 36, ja, wir werden um seinetwillen getötet jeden Tag, um des Herrn willen, weil wir ihm folgen. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Das ist das Band der Freude, das uns täglich begleiten darf.
Anfechtungen sind da. Wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebt hat. Und somit konnte der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Korinth schreiben, in 2. Korinther 2, 14, Gott sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt. Alle Zeit. Nicht nur irgendwann mal, sondern alle Zeit. Und wiederum an die Philipper durfte er schreiben, freut euch doch in dem Herrn alle Wege und sorgt auch nicht. Das ist auch das Band, was uns mit begleiten soll. Natürlich die Leiden um Jesu Willen, aber auch die Freude überwinden zu dürfen. Die Freude, erlöst zu sein von der Knechtschaft in dieser Welt. Und das dritte Band ist ja das Ausharren, die Geduld Christi, sagt Johannes. Ich bin euer Mitgenosse, all diese drei Schnüre sollen uns begleiten. Und wir lesen ja auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, was sollen wir tun, damit wir auf den Willen Gottes eingehen können? Geduld üben, warten können. Oh, wir können oft so wenig warten. Wir beten und dann soll es gleich passieren, was wir wünschen. Warten in Geduld. Gott hört uns. Jesus Christus ist da. Johannes hat ihn gesehen. Dort in der himmlischen Herrlichkeit. Geduld. Darum auch in Matthäus 24 sagte der Herr, es wird vieles geschehen in der Welt, was euch gar nicht passt und was furchtbar ist. Aber wer geduldig ist und beharrt bis ans Ende, der bleibt in der Seligkeit. Ausharren. Diese drei Schnüre, gleich am Anfang sagt Johannes das, die brauchen wir. Das Leiden um Jesu Willen, Freude der Überwindung des Bösen, Ausharren auf das Handeln des Herrn hin. Nicht vorgreifen, nicht vorschnell sein. Johannes war ja in die Verbannung geschickt worden von dem Kaiser Domitian, dem Nachfolger von Titus, der ja Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht hat, so wie es Jesus ankündigte. Johannes war um des Evangeliums willen dort auf der Insel Patmos. Nicht, weil er ein bisschen sich zurückziehen wollte in die Stille, nicht, weil er sich ein bisschen erholen wollte, sondern weil er ein Bote Gottes war. Um des Evangeliums willen wurde er dort auf diese Insel hin verbannt. Aber was die äußere Welt, was der äußere Mensch meint, tun zu können und anderen zu schaden, das macht Gott zum Segen. Johannes war dort, um uns gute Botschaft mitteilen zu können. Jesus lebt. Er ist da. Und er will uns in das sein Wesen hineinnehmen. Er will uns beschenken aus seiner Herrlichkeit. Wir sollen auf Erden ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Äußerlich hatte Johannes Leiden, aber innerlich Freude. In der Absonderung für seinen Herrn und Heiland wurde er reich beschenkt. Beschenkt damit nicht in der Ungewissheit darüber, was Gott tut, leben zu müssen. Wir sind als Kinder Gottes bevorzugt mitzubekommen Anfang und Ende, was Gott tut. Und das soll uns trösten. Darum diese Worte, ich bin das A, ich bin das O. Ja, was soll denn noch kommen? Du weißt doch alles. Sei doch stille, sei ruhig. Ich bin dabei, auch zwischen A und O bin ich immer dabei. Ja, das soll uns gesagt werden. Und in Matthäus 24, Vers 25, wo ja die Jünger auch fragten, was passiert denn am Ende der Zeit? Ja, da wird so manches passieren. Schlimme Zeiten werden da sein und er erklärte das dann auch. Und dann sagte Herr Jesus so, jetzt seid mal ruhig. Ich habe euch das jetzt alles gesagt. Ihr wisst doch Bescheid. Ihr braucht euch nicht mehr aufregen, wenn das alles kommt. Ihr wisst doch Bescheid. Was sagte er ihnen? Er redete von den Endzeitgeschehnissen. Ja,
können wir ja heute vielleicht lesen, was sich da anbahnt, aber es erschrickt uns doch nicht. Ja, wir wissen das doch von vornherein. Wir regen uns nicht darüber auf. Das muss doch alles geschehen. Der Herr hat's doch gesagt in Lukas 21, 25. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond, Sternen. Und auf Erden wird den Leuten bange sein. Na ja, das kann man jeden Tag im Radio hören. Ja, wie jetzt auch in Amerika den Leuten bange ist und wie uns in Deutschland die Leute bange sind, was mit der Regierung wird und vielem anderen mehr. Den Landwirten ist bange, ja, weil sie nicht mehr so um die Ecke kommen und weil sie so viel Dünger benutzen müssen und dergleichen, um überhaupt noch existieren zu können. Bangigkeit auf vielen, vielen Ebenen. Und sie werden zagen, die Leute. Und das Meer und die Wasserwogen werden brausen und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen. Und dann werden sie sehen, kommen, den Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann sagt der Herr Jesus, passiert auch noch etwas. Und da müsst ihr wachsam sein. In Vers 34, hütet euch, dass eure eigenen Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung. Und komme dieser Tag schnell über euch, denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid doch nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschensohn. So wie einst auch Johannes in dieser Vision stand vor dem lebendigen Gott. Ja, wir leben in so einer Zeit, aber sie soll uns nicht schrecken, sondern vielmehr trösten und wachsam sein lassen, dass wir sagen, wir gehören zu dem Herrn, er wird uns versorgen. Matthäus 24, Vers 37 sprach der Herr auch, es wird ja so sein wie zur Zeit Noahs. So wird auch die Zukunft des Menschensohnes sein. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, was haben sie gemacht? Gegessen, getrunken, geheiratet, sich heiraten lassen. Da Noah zur Arche einging und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam, nahmen sie alle weg. Und so ist das auch heute. Der Mensch, der macht, was er will. Er isst und trinkt. Konsum ist wichtig. Heiraten und selbst wenn es auch in einer verkehrten Art ist, ja, homosexuelle Ehen und dergleichen, Ehe für alle, und achtet nicht darauf, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass Ehe gesagt hat in Jesus Christus, ich komme wieder. Die Frage an uns ganz persönlich am Anfang des neuen Jahres, ist mein Herz vielleicht auch durch irgendetwas beschwert worden, was mich von der Freude der Gemeinschaft mit Jesus Christus abgezogen hat? Wir sollen wieder zurückkehren. Und wir sollen uns die Schau zum Herrn gefallen lassen, wer er ist, was er für uns getan hat und wer er sein wird für uns. Johannes wurde also entzückt im Geist und war an dem Tag des Herrn, am Tag der Wiederkunft des Herrn versetzt. Und er sah in den Symbolen, die von dem Herrn ausgingen, wer er für uns sein will. Zunächst hörte er eine große Stimme, wie eines Wasserrauschens. Eine Stimme, die so stark ist, dass sie alle Stimmen übertönt. Zu dem Volk Israel wurde ja einst auch gesagt in Jesaja 30, ach, wenn ihr stille bliebt und hören wolltet, könnte euch ja geholfen werden. Wenn ihr stille bleibt, dann würdet ihr stark werden. Allerdings, sie sagten damals, nö, das machen wir nicht, wir hören nicht hin. Wir haben Möglichkeiten in unserer eigenen Hand, die nutzen wir erstmal aus. Hilft ihr selbst, dann hilft ihr Gott. Ja, dann sagt der Herr, gut, ihr sagt, ihr wollt jetzt auf Rennen, auf Pferden reiten, alles selber machen, dann macht das mal. Aber es wird euch nicht gelingen. Und dann heißt es weiter in den Propheten,
Meine Stimme soll hinter euch her sagen, dies ist der Weg, den gehet, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Die Stimme soll gehört werden. Und die Stimme Jesu in der Herrlichkeit sagte, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, ich bin der Weg. Mit anderen Worten, niemand kommt an mir vorbei. Wenn es überhaupt etwas Gewisses gibt, dann ist es das, was ich sage. Alles andere ist nur Rauch und Schall. Alle Gemeinden sollten diesen Maßstab ihres Herrn und Heilandes neu zu Herzen nehmen. Das, was Johannes da nun erlebte und sah, sollte er an 7 Gemeinden senden, an die Boten von 7 Gemeinden. Und das sind ja nicht nur 7 Gemeinden auf der Erde, sondern das sind Gemeinden mit bestimmten Prägungen, die sich neu prägen lassen sollten von dem lebendigen Gott. Sie stehen Pate für alle örtlichen Gemeinden und Gemeinschaften. Sende dies, was ich dir zeige und sage, nach Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Was sollten diese Gemeinden denn neu erfahren? Ephesus heißt ja auch übersetzt eine Luststadt. Ja, man will immer wieder Neues erleben. Man hat Verlangen, etwas Bereicherndes im Leben aufzunehmen, gewisse Begierden. Und Gott sagt, erzähl ihnen das, was du hier siehst. Und sag ihnen, kehre zurück zur ersten Liebe. Zu dem, der euch erlöst hat. Smyrna heißt Myrrhe. Und es war eine Gemeinde, die stark unter der Verfolgung zu leiden hatte. Und hier sollte die Botschaft zu denen kommen, sei treu bis an den Tod. Bleib treu. Gleich was dort passiert. Pergamon, Hochburg, mitten in der Welt, Leere, Bileams, Nikolaiten, halb der Welt, halb Gott, alles war dort vertreten. Und da sollte gesagt werden, keine Vermischung, halte dich an deinen Erlöser, an ihn allein. Thyatira, ja, das sollte ein Begriff übersetzt Zitadelle heißen oder eben, ich mache ein angenehmes Opfer. Da sollte gesagt werden, du brauchst kein angenehmes Opfer machen, das Opfer ist gemacht in deinem Heiland. Er ist der angenehme Geruch des wahren Lebens, Thyatira. Sardes, ja, da wurde gesagt, das heißt ja, es ist eine Gemeinde, wo ein kleiner Überrest vorhanden ist an Gläubigen. Da tragen viele nur den Namen Christ, aber sie sind gar keine Christen. Sie nennen sich einfach so, ja, sind ja getauft, konfirmiert, christlich getraut und wollen vielleicht sogar noch christlich beerdigt werden. Aber Christen sind sie trotzdem nicht. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Ja, da wurde gesagt zu Sardes, es ist ja nur noch ein Rest da, der seine Kleider nicht besudelt hat. Aber die Aufgabe lautet, entzieh dich nicht der anderen, sondern bete für sie, arbeite für sie, dass sie nicht gänzlich sterben. Und dann diese Botschaft an die Bruderliebe Gemeinde, die Philadelphia. Ach, ihr seid eine Gemeinde, die sich nicht auf persönliche Kraft beruft. Kleine Kraft hast du. Schaust auf zu dem lebendigen Gott und ich gebe dir eine offene Tür und die bleibt offen für das Evangelium. Und die, die gegen dich stehen, die werden niederfallen und bekennen, dass ich der Herr bin. Bleib nur da. Das sind die Botschaften, die jetzt Johannes an diese Gemeinden weitergeben sollten, indem er diese Herrlichkeit des Herrn sah. Auch an Laodicea, was ist denn da passiert? Demokratie, Volksherrschaft. Ja, was menschlich gut ist, das machen wir. Und das ist, klappt eigentlich. Uns geht's gut, wir haben alles. Und der Herr sagt, nein, ihr seid blind, ihr seid elend, ihr seid nackt, ihr seid bloß. Johannes, die Botschaft soll auch nach Laodicea, dass sie ablassen von ihrer Volksherrschaft, von ihrem Volksrecht, von ihrem Menschenrecht, was sie meinen, auf den Leuchter zu stellen.
Gottes Recht allein bringt das wahre Leben. Wir merken also, welche hohe Aufgabe hier verbunden war für den Johannes, nachdem er also diese Vision hatte und den Heiland sehen konnte und erkennen konnte, der Herr lebt doch und er will sorgen für seine Gemeinde hier auf Erden. Wir haben Berichte im Neuen Testament nur von dreien, die nach der Himmelfahrt Jesu ihren Herrn gesehen haben. Es war ja zum einen der Stephanus, der erste Märtyrer. Als er gesteinigt worden ist, öffnete sich der Himmel und er sah den Herrn. Er sah seinen Herrn und er berichtete auch davon. Ich sehe den Herrn Jesus stehen zur Rechten des Vaters. Apostelgeschichte 7,55. Und das ist die Bestätigung dessen, was Jesus auch vor dem Hohen Rat sagte. Ja, bist du Gottes Sohn? Von nun an werdet ihr sehen, den Gottessohn, den Menschen und sitzen zur Rechten der Kraft. Ja, das hat er gesehen, der Stephanus. Und als zweites hat Paulus den Herrn gesehen. Er bezeugte es in der Rechtfertigungsrede vor den jüdischen Menschen in Jerusalem, die ihn ja steinigen wollten und als Gotteslästerer bezichtigten. Apostelgeschichte 22. Ab Vers 17, wo er sagt, er erklärt, dass er vor Damaskus eine Lichtbegegnung hatte mit dem Herrn. Er hat sich bekehrt und dann sagt er, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, stand der Herr bei mir. Und er sagte, geh weg von Jerusalem, sie wollen dich hier nicht hören. Stand der Herr bei mir. Und das dritte Mal, nach der Himmelfahrt Jesu, Johannes sah den Herrn. Er sah die Herrlichkeit des Herrn in der Weise, dass er, der Herrscher über allem, über seine Gemeinde, über jeden einzelnen Gläubigen ist. Und dass sein Wesen Abglanz in dem Leben der Gläubigen werden soll. Er ist der Herr. Mitten unter den goldenen Leuchtern wandelte er, ein Bild der Erlösung. Sieben Leuchter, Vollmacht des Heiligen Geistes, Vollmacht der Kraft, die der Gemeinde Jesu zufließen soll. Er ist der Herr, weil er, so wie es auch in Römer 6, 23 heißt, er hat uns erlöst, die Sünde ist ja wohl dem Tod geweiht. Aber die Gabe Gottes in ihm ist ewiges Leben. Er ist die Gerechtigkeit. Und darum auch in Römer 8, Vers 11 und 12, wo Paulus sagt, wir sind frei geworden von der Verpflichtung, sündigen zu müssen. Das ist Herrschaft. Das ist geistliche Herrschaft. So sah Johannes den Herrn. Frei von der Knechtschaft der Sünde. Aber nun auch jetzt sollen die meinen im Glanz meiner Herrlichkeit leben. Und dann gibt es diese Beschreibung, wie der Heiland dort aussah, was von ihm ausging. Ja, er trug ein langes Gewand, ein Bild der Erhabenheit. Und wenn man nicht arbeitete, dann trug man ein offenes, langes Gewand. Ansonsten musste man einen Gürtel haben, wenn man arbeiten will, damit das Gewand nicht im Wege steht. Ruhe von allem, es ist vollbracht. Langes Gewand, es ist alles fertig. Einen goldenen Gürtel um die Brust, das heißt doch ein Bild der Gerechtigkeit. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung gebracht. Alles
was der Vater wollte, ist erledigt. Vor ihm steht ihr gerecht da. Eine Gerechtigkeit, die ihr anerkennt. Dann das weiße Haar und Haupt, das ist ein Bild für die absolute Weisheit Gottes in Jesus Christus, die er uns schenken will. Paulus schrieb ja an die Korinther im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 30, er ist uns zur Weisheit gemacht. Und darum, schon vorgeschattet in dem Buch der Sprüche, steht ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Er ist die Weisheit, er weiß alles. Und nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn. Und Jakobus sagt, ja, wir wissen ja, dass wir schwach sind. Wir wissen oft nicht weiter, aber wenn dir Weisheit mangelt, bitte Gott, er gibt sie. Er ist weise. Absolute Weisheit. Sein Haar und Haupt war weiß wie der Schnee. Und ein viertes, seine Augen waren wie Feuerflammen. Mit anderen Worten, sein Blick durchdringt alles. Er weiß genau, was im Nächsten ist. Er kennt die verborgenen Ecken der Herzen. Wir sehen ja immer nur an, was vor Augen ist, nicht? Uns kann man ja viel erzählen. Aber was derjenige über mich denkt, das sagt er nicht. Aber Gott sieht es. Seine Augen durchdringen alles. Und deswegen will der Herr sagen, sei doch bitte ruhig. Du musst ja gar nicht wissen, was im anderen ist. Ich weiß es. Deswegen lass einfach stehen, was er sagt. Die Liebe glaubt alles. Aber wenn das nicht echt ist, ich sehe das schon. Das soll uns tröstend gesagt werden, damit wir uns nicht aufregen. Damit wir nicht über andere herfallen müssen und sagen, du, das stimmt ja gar nicht und so, ich habe das Gefühl. Und naja, auf das Gefühl brauchst du gar nicht achten. Du sollst lieben deine Feinde, egal wie sie das im Herzen meinen. Gott in Jesus hat Augen wie Feuerflammen. Sie dringen durch, sie machen das Verborgene offenbar. Nicht? Das musste ja auch dem Samuel gesagt werden, als er unterwegs war und sollte anstatt von Saul einen neuen König salben. Und kam in das Haus des Isai und dann sah er den Eliab. Ja, der sieht gut aus und der könnte König sein. Und er war schon drauf und dran, diesen dann zu salben. Nein, das ist es nicht. Der Herr sagt, ich habe ihn verworfen. Aha, kann man ja gar nicht erkennen an ihm. Ja, aber ich, meine Augen schauen da tiefer ins Herz. Ich kenne den Eliab, der kann es nicht sein. Und dann stellte sich heraus, dann war es der Jüngste, der Kleinste. Da hat Gott ins Herz geschaut. Ist ein Mann nach meinem Herzen. Das sehe ich. Siehst du nicht, Samuel, aber den salbe jetzt. Den salbe jetzt. Merken wir? Augen wie Feuerflammen. Das soll uns doch beruhigen. Gott schaut das Herz an. Ja, viele Menschen wollen sich ja dem Blick Gottes nicht aussetzen, weil sie dann entlarvt werden. Sie haben Angst zu beten. Sie haben Angst, mit Gott zu reden, ihn zu suchen. Oh, dann könnten ja Dinge ans Licht kommen, die ich gerne verborgen halten möchte. Ja? Und jeder, der von neuem geboren ist und hat sich bekehrt, wie tat er das oder wie kriegten das andere mit? So wie bei der Taufe des Johannes, sie bekannten ihre Sünden. Dann ging man plötzlich zu dem Nächsten und sagt, du, weißt du, was ich da verzapft habe? Ich habe dich da beklaut. Ich habe dich da belogen. Was? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das war ich wirklich. Dann kommt das alles heraus. Und wenn man das nicht will, dann will man auch den Blick Gottes nicht in sein Leben haben. Nein, nein. Gott soll sehr ferne sein. Aber hier sagt der erhöhte Herr, schau doch, Johannes, was du jetzt siehst. Berichte das den Gemeinden, dass sie getröstet werden. Ich schaue in das Verborgene. Seine Füße waren wie glühendes Messing im Ofen. Ein Bild für die Heiligkeit seiner Wege. Gottes Wege sind rein. Und alles, was unrein ist, muss unter seinen Füßen verbrennen.
in Offenbarung 15, wenn dann am kristallenen Meer auch die Überwinder stehen, die das Böse des Antichristen überwunden haben und nun Gott preisen, da heißt es ja, deine Wege sind gerecht. Manchmal erkennt man das im Nachhinein nur, aber im Vorhinein durfte es schon in dem Psalm gesagt werden, im Psalm 128, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Denn seine Wege sind heilig und seine Wege sind gut. Und im Gegensatz dazu im Psalm 125, die abweichen auf ihre eigenen krummen Wege, die wird der Herr wegtreiben mit den Übeltätern. Wohl dem, der die Wege des Herrn sucht. Botschaft an die sieben Gemeinden, Botschaft an uns persönlich. Und seine Stimme, wie wir schon betont haben, war stark. So hörte das Johannes, und zwar wie großes Wasser rauschen. Als meine Frau und ich auch mal am Rheinfall von Schaffhausen waren, dann steht an diesem Rheinfall, kann man sich kaum unterhalten. Man versteht einander kaum noch. So stark ist das Rauschen dieses Rheinfalls. Und sicher bei vielen anderen Wasserfällen auch. Wir verstehen also diesen Vergleich. Seine Stimme ist über alle Stimmen. Und wer seine Stimme hören will, so wie es in Johannes 10 auch heißt, der ist ein Schaf auf seiner Weide und geht den richtigen Weg. Seine Stimme dringt immer durch. Manche sagen ja auch im seelsorglichen Gespräch, ach, ich weiß ja gar nicht, was Gott von mir will. Da könnte man ja zurückfragen, ja, willst du es überhaupt wissen? Wenn du es wissen willst, steht ja geschrieben in der Schrift, dann begebe dich ganz zum Opfer. Ja, dann wirst du das schon wissen. Denn Gottes Stimme steht über allen Stimmen, sie dringt durch. Wenn du sie nur zulassen willst, Gottes Reden übertönt die Reden in dieser Welt. Halte dich nicht mit den Reden dieser Welt auf. Und in seiner Hand das siebte, was noch zu sehen war, in seiner Hand hielt der Herr in seiner rechten Hand die sieben Engel der Gemeinden. Mit anderen Worten, ich verlasse meine Gemeinde auf Erde nicht. Ich werde sie immer unterrichten. Ich erwähle mir Boten, die das tun sollen. Ich halte sie in meiner Hand, denn ich will meine Gemeinde trösten mit meinen Worten aus der Ewigkeit. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte weidet seine Schafe. Ich trage Verantwortung. So sollte dieses Bild erscheinen. Und das achte, was dann Johannes noch sah, aus seinem Mund ging ein Zweischneideschwert. Und wir lesen auch im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, dass sein Wort wie ein zweischneidig und stärker als sein Zweischneideschwert ist. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sünde des Herzens. Und hier verstehen wir auch wieder das Trostwort, was der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 5. Richtet ihr nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Er hat nämlich das Schwert. Ja? Er weiß ganz genau, was im Verborgenen dann ist. Er macht offenbar das Verborgene. Das passt genau damit hinein. Sein Wort dringt durch. Wir haben die Aufgabe, Jesus zu verkünden, dass er der Heiland ist, das Heil in ihm zur Ewigkeit und dass wir die Menschen lieben, auch die äußerlich gesehen unliebsamen, denn sie sollen ja gewonnen werden für den Heiland und alles andere, das Gericht, sollen wir unserem Heiland überlassen. Er hat das zweischneidige Schwert, das Wort, das alles richtet. Und wer in diesem Lichte des Wesens Jesu wandeln will, der ist eingeladen allerdings. Der erscheint auch vor dem Herrn so und sagt, ich kann es nicht. Wenn ich das sehe, bin ich außen vor.
dann können wir uns nur beugen. Nur beugen. Wir lesen das auch in Lukas 18, da von diesen zwei verschiedenen Männern im Tempel, die da beteten. Der Pharisäer, der sagt also, Herr, ich danke dir, dass ich das so und so alles gut auf die Reihe kriege. Nicht? Ich faste und ich gebe meinen Zehnten, ich bin doch gut, oder? Und dann stand neben ihm ein Zöllner, auf den er ja herabblickt und sagt, na, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Oder wie die Räuber und die Ehebrecher und weiß ich was. Und dieser Zöllner, der hatte etwas erkannt. Wenn man Gott sieht und sein Wesen, oh, da kann ich nur nach unten gucken. Er wagte nicht, sein Haupt hochzunehmen. Er beugte sich und sagte nur, oh Gott, dann sei mir Sünder gnädig. Ich kann dir überhaupt nichts bringen. Wenn du mich annehmen willst, dann musst du alles machen. Und dann heißt es, der Segen Gottes ging diesem hinterher. Und auch im Psalm 139 heißt es, dann geschieht das von allen Seiten, umgibst du mich, Herr. Du mich. Ja, ich kann dir überhaupt nichts bieten. Das ist mir zu groß, steht da geschrieben, das verstehe ich nicht, aber es ist real. Und darum lernen wir auch daraus aus diesem Abschnitt, nur wer sich selbst verleugnet, kann ein Kind Gottes sein, das vom himmlischen Vater geführt und geleitet wird. Jesus ist der Erste und das bedeutet, ich bin der Erstling eures Lebens. Der Erste, der den Tod überwunden hat. Und ich bin auch der Letzte, der den Tod in die Schranken weisen wird. Denn Paulus schrieb, der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Und in der Offenbarung steht, dann wird der Tod und die Hölle in den Pfuhl geworfen. Ich bin der Erste, habe euch das Leben gegeben, bin der Letzte und schmeiße alles, was euch hindern will, in den Pfuhl. Jesus Christus will uns also in alle Wahrheit leiten und auch mit allen Vollmachten für ein Leben in der Heiligung und des Glaubenskampfes in dieser Zeit ausrüsten. Allerdings, ich muss mich prüfen lassen, wo ich stehe. Wir haben auch gelesen, als Johannes das alles sah und hörte, fiel er auf den Boden wie ein Toter. Also das kann ich ja gar nicht ertragen. Und was sagt der Herr? Dazu bin ich gekommen, fürchte dich nicht. Ich sorge doch für dich. Und das soll uns tief ins Herz gehen, dass wir uns nicht aufregen über die Dinge dieser Zeit, die da ablaufen. Lasst sie doch mal laufen. Wir werden sie nicht verändern. Aber wir können verändert werden. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und wenn wir veränderte Menschen sind durch Jesus Christus, dann werden wir auch ein Signal werden für diejenigen, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Und auf die kommt es ja an. Verstehen wir? Das ist der Trost, der uns hier gegeben ist. Ich möchte uns auch noch zum Schluss einige Worte, die dieser gesegnete Mann Oswald Chambers mal ausgedrückt hat, Anfang des letzten Jahrhunderts, der Bibellehrer war, aber auch in vielen anderen Bereichen das Wort Gottes verkündete. Er sprach ja über diese Aufgabe des Lebens, die Kapitulation unseres Lebens vor dem Herrn, damit der Herr uns segnen kann. Und sagt Folgendes, vielleicht kennst du Jesus Christus gut, so wie der Apostel Johannes. Wenn er dir aber plötzlich in ganz ungewohnter Gestalt erscheint, bleibt dir nichts anderes, als wie tot zu seinen Füßen zu fallen. Manchmal kann Gott sich nicht anders zeigen, als nur in seiner Hoheit. Und diese Erscheinung ist so ehrfurchtgebietend, dass sie dich in Glück und Verzweiflung zugleich versetzt. Du erlebst diese Freude ohne jede Hoffnung, denn du weißt, dass du nie wieder aufstehen kannst, außer durch Gottes Hand. Ja, und er legte ja seine rechte Hand, so haben wir gelesen, auf Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Mitten in der überwältigenden Ehrfurcht spürst du dann eine Berührung und weißt, dass es die rechte Hand Jesu Christi ist. Du weißt auch,
dass sie nicht Warnung, Korrektur oder Strafe bedeutet, sondern dass es die Hand des ewigen Vaters ist. Immer, wenn er seine Hand auf dich legt, gibt sie dir unaussprechlichen Frieden und das Gefühl, dass Zuflucht ist unter den ewigen Armen. Hilfe, Fürsorge, Trost und Kraft. Und wenn du diese Berührung spürst, kann dir nichts in der Welt wieder Angst machen. Jesus Christus kommt selbst in der Größe und Erhabenheit des Auferstandenen zu einem unbedeuteten Jünger wie Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Oder auch zu dir, fürchte dich nicht. Er ist unvorstellbar sanft und liebevoll. Sieh dir an, was Menschen zur Verzweiflung bringen kann. Es gibt eine Verzweiflung, die keine Freude mehr zulässt, die grenzenlos ist und keinerlei Aussicht auf Besserung kennt. Das Glück der Verzweiflung kommt nur, wenn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, wenn diese Erkenntnis uns mehr überkommt. Es macht mich glücklich, dann zu wissen, dass da etwas in mir ist, das vor Gott einfach niederfallen muss, wenn er sich zeigt und auch dass nichts und niemand mich wieder aufheben kann, außer Gottes Hand. Gott kann nichts für mich tun, wenn ich nicht die Grenzen menschlicher Möglichkeiten erkenne und das Unmögliche ihm überlasse. Das ist die Botschaft, die uns auch hier in der Offenbarung durch Johannes gegeben werden sollte. Wir dürfen und müssen kapitulieren vor dem lebendigen Gott, damit er das Unmögliche in uns vollführen kann durch seinen Geist, dass wir auch ein Abglanz seines Wesens, seiner Heiligkeit in dieser Welt sein dürfen, damit die Sammlung seiner Gemeinde auch mittels uns stattfinden kann. Der Herr möge sich verklären in unserem Herzen. Amen.